Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserem heutigen Stammtisch. Heute direkt aus der Kantine. Tja. Ich bin nach der Legung der Tagesenergie direkt hier sitzen geblieben, ne? Und habe mir gedacht, ich mache mal einen fließenden Übergang. Und deswegen gibt es heute eine Kantinenlegung. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, und in Zeiten wie diesen trinkt man am besten sein Getränk aus der Tiertasse, ne? Weil es gibt einfach Sachen zum Lachen. Also da weiß man gar nicht mehr, das macht dann selbst mich sprachlos, ne? Nun ja, also wer die heutige Tagesenergie gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Ja, und es gibt noch einen, oh Moment, ich habe hier eine Zimtschneise. Guckt mal da. auf dem hellen Tisch kommt unsere Zimtunterlage gar nicht so wirklich zum Vorschein. Ne? Aber ich lege noch mal ein bisschen nach. So, ja, das Käffchen. Ne? Also Legung auf Zimt macht gute Laune. Und ja, es ist hier noch einer, der sich schwer Gedanken macht. Was ist da bloß los? Ne? Was ist da bloß mit den Menschen los? Und deswegen begrüßen wir jetzt erstmal unser Schnurrelschneckchen, unseren Siggi. Ne? Ach so, für die, die neu sind, wer noch nicht weiß, wer Siggi ist, das ist hier unser Maskottchen und der steht für das Gegenüber, ne? Und der ist immer voll drin im Thema. Auf der Ziggy kann man sich nämlich in diesem Fall tatsächlich verlassen, gell? Ja, und den wollen wir jetzt erstmal begrüßen. Hier kommt der Ziggy. Bühne frei. Ja, Siggilein, was hast denn du da gemacht? Du hast ja eine Socke angezogen. Ach Gott. Und was hast denn du, ach Gott, demonstriert? Guckt euch das an. Jesus, nee. Das auf das Siggi kann man sich verlassen, gell? Der hat hier Flagge gezeigt. Das muss man ja wirklich mal sagen. Ach Gott, ist er nicht süß? Siggi demonstriert, Freiheit den Nacktschnecken. Ja, das, also, da sind wir alle dafür, oder? Es wäre ja ein Ding, wenn unser Siggilein kein Nacktschneckchen mehr sein dürft. Also das wäre ganz und gar traurig. Es ist ja genau das, was uns so erheitert. So, jetzt trinken wir erstmal ein Schlückchen Kaffee. Und dann würde ich auch sagen, starten wir doch mal in die Karten. Ich habe mir heute gedacht, wir nehmen mal den Under the Roses Le Normand bei Arvin Lynch und Lisa Hunt. Das ist nämlich auch ein sehr schönes Deck. Ich lege da echt gern mit. Und wir gehen heute mal unter die Rosen. Ne? So. Und schreibt mir bloß nicht wieder in die Kommentare unter die Hosen. Gell? Also. Das ist doch alles zensiert, Leute. Wir müssen hier ganz anständig sein. Oh, hier staubt es. Hier staubt es. Hier wirft es Staub auf. So, jetzt kommen hier erstmal die allgemeinen, ich wollte schon sagen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also es ist folgendermaßen, du als Zuschauer, du bist in diesem Kartenblatt die Dame. Dein Gegenüber ist in diesem Kartenblatt der Herr. Geschlecht spielt keine Rolle, gar keine Rolle. Ne? Weil es geht hier einfach nur um die Verteilung der Personen. Wenn du natürlich feststellst, du fängst die Legung an und du schaust und stellst fest, du bist tatsächlich in der Rolle des Gegenübers. Dann drehst dir bitte so, es ist eine allgemeine Kartenlegung und die schaust du in eigener Verantwortung und du weißt natürlich auch, dass eine solche Kartenlegung etwas in dir triggern kann. Ja, sie kann dir auch eine Hoffnung machen, sie kann dir eine Hoffnung nehmen. Das weißt du alles. Du musst diese Kartenlegung nicht schauen, auch das weißt du. Du kannst es tun, es ist ja alles freiwillig und es ist aus ganzem Herzen von mir gegeben. Es kostet nichts. Und im Übrigen, auch ein Abo ist kostenlos. Ich freue mich natürlich über alle, die mir ein Abo schenken. Du kannst bei einem Abo dann natürlich auch einstellen, ob du eine Benachrichtigung erhalten willst, wenn das Jonandachen ein neues Video hochgeladen hat. Oder das kannst du auch deaktivieren. Dann hast du mir halt einfach nur ein Abo geschenkt und mir eine Freude gemacht und hast zum Wachstum der Community beigetragen. Ja, ne? Und du kannst natürlich auch einfach so die Videos schauen, ne? Wenn dir das lieber ist. Ja, was gibt sonst noch so zu sagen? Ganz kurz will noch erwähnt sein, wir machen ja gerade bei einem Voting mit. Erat Aliquando. Ich verrate euch jetzt mal was, bevor wir jetzt hier die Rosen näher begutachten. Ich habe den Prototypen, ja. Also es haben ja leider gestern viele nicht schauen können. Ich habe es gestern schon verraten.
In dem zensierten Video, ne, da waren wichtige Informationen auch für die Community drin. Der Prototyp ist bei mir. Ich habe das Kartendeck Erat Aliquando. Und wir warten jetzt noch auf Vollständigkeit des Decks. Also es fehlt ja noch so ein bisschen das Equipment. Und ich kann euch schon mal verraten, das Kartendeck Erat Aliquando ist wirklich wunderzauberschön geworden. Und dann möchte ich euch verraten, die, die eins bestellt haben und die in den Kulturkessel kommen, am 10.12., nämlich nächste Woche Samstag, juhu, ist naht, da stelle ich ja das Kartendeck vor, da machen wir ja große Premiere. Also die, die bestellt haben und in den Kulturkessel kommen, können dort ihr Kartendeck mitnehmen. Außerdem ist das Kartendeck dort erhältlich. Also wer in den Kulturkessel kommt, kann sich dort auch, wenn er noch nicht bestellt hat, ein Kartendeck erwerben. Ja, die Conny bringt genug Vorrat mit. Und wir werden jetzt noch bis Sonntag im Ticketverkauf sein. Was dann nicht mehr ist, ist nicht mehr. Also wer jetzt noch kurz entschlossen nach Basser Schlierf in den Kulturkessel kommen möchte, bis Sonntagabend hast du noch die Chance, den Ticket zu sichern. Und ja, dort kannst du auch ein Kartendeck dann schon haben. Ne? Und ansonsten ist ab Sonntagabend dann das Fässchen voll. Nee, dicht. Nee, die Lugen sind dicht. Unser Fässchen ist so schnell nicht voll. Wir sind hier die Geduld selbst. Nee, die Lugen sind dicht, damit wir dann eben auch eine E-Mail senden können an alle, die kommen, mit weiteren Informationen. Ne? Ihr braucht euch auch keine Gedanken machen. Die Tickets gibt es am Eingang dann. Und alle die sich ein Ticket gekauft haben, haben ja eine Bestellbestätigung bekommen. Das heißt, dein Ticket ist sicher und wenn du dann dorthin kommst, erhältst du es direkt am Eingang. Ne? Also wir haben niemanden vergessen, im ganzen Leben nicht. Ne? Ist alles gut und ich freue mich auf diese tolle Versammlung, muss man ja schon fast sagen. Das ist ja so eine Art Blocksberg. Ne? Also Blocksberg in der Weihnachtszeit, das wird eine richtig, richtig zauberhafte Veranstaltung. Das wird richtig toll. Ja, so. Das war das. Ach so, und das, was ich noch sagen wollte, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, im Moment ist Weihnachtsstöbern im Shop. Den Link zum Shop findest du in der Infobox. Im Übrigen, da gibt es dann auch die Tickets, also über den Shop. Und wir haben Weihnachtsstöbern und haben ganz tolle Weihnachtsangebote zusammengestellt, wer da nochmal schauen möchte. Da gibt es natürlich auch zum kleinen Preis verschiedene zusammengestellte Dinge, aber auch ein größeres Päckchen. Könnt ihr einfach mal schauen. Ist einfach nur ein Angebot unsererseits. Und ja, das ist im Moment noch da. Also wir sind so frei zu entscheiden, wie lange das Angebot gilt. Und wir haben auch nur eine begrenzte Menge. Ne? Selbstverständlich. Ja, weil halt von allen Sachen halt ist es ja unterschiedlicher Bestand da. Ne? Deswegen haben wir das so ein bisschen ausgelotet. Ja, da freuen wir uns natürlich auch. So, und jetzt geht's aber los. Mit Karten auf Zimt. Jetzt habe ich alles, das ganze Kleingedruckte habe ich jetzt gesagt. So. Ihr da oben, wir sind bereit, wenn ihr es seid. Die große Raubtierfütterung des Rudels kann beginnen. Es geht hier um die Liebe. Um das, was viele Menschen als Seelenpartnerschaft oder Seelenliebe bezeichnen. Oder eben um die Liebe an sich. So, es geht hier um die Liebe. Es geht um den Zuschauer und das Gegenüber. Die wandelnde Legende, den unnahbaren, unfassbaren. Und ich, Yonanda, spreche aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut, der Einfachheit halber. Wenn du auf eine Frau schaust und ein Mann bist, dann drehst dir bitte so, wie es passlich ist. Und wenn du gleichgeschlechtlich bist, dann natürlich auch. Das ist eine Legung für jeden. So, weil wir alle zusammengehören. Da will ich gar kein Geheimnis draus machen. Das musste jetzt mal gesagt werden. Das war jetzt mal spruchreif. So, wir sitzen hier alle in einem Boot, ne? Und wir haben alle einen Schlubber an. Und wehe dem, ihr sitzt nackig vor der Kamera. Ja, dass das einer sieht. Und dann dürfen wir uns hier nicht mehr treffen. Entschuldigung. Also ich halte mich bedeckt, wie ihr seht. Gell? Ich meine ja nur mal so. So. Ich muss mir jetzt schwer Gedanken machen, wie ich die Nugget Dice verdecke.
Und habe jetzt schon gesehen, es gibt so kleine Blätter. So kleine grüne Blätter, die man dann an entsprechende Stelle drüber pinnen kann. Ja, besondere Zeiten, nennen wir es doch mal besondere Zeiten. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Zeiten schräg sind. Sie sind vielleicht auch einfach nur anders. Ne? Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So, jetzt denkst du schön an deine Situation. Die sind total glatt. Ich habe nämlich dieses Kartendeck zweimal. Ich habe eins, wo ich schon ganz viel mitgelegt habe. Da sind die Karten aber dicker. Und ich bin ja ein Freund von Karten, die geschmeidig sind. Und wenn die aber noch neu sind, dann sind die total glatt. Und das ist so eins. Das ist noch relativ neu. Ich lege da noch nicht so oft mit. Ich muss das mal mehr machen, damit die Karten sich so ein bisschen abgreifen. Dann kann man die auch besser legen. Ne? So, das ist, wie es ist. Das ist aber auch als was, gell? Das ist wie beim Siggi. Gell, Siggilein? Bei dir ist auch als was, ne? Upsa. Oh. Angefressen. Ängste, ne? Der Mausfreund. So, ich stelle jetzt hier mein Gespräch ein. Mein Selbstgespräch mit meinem Handy. Konzentrier dich. Der Baum. Baum und Maus steht für Krankheit tatsächlich. Das ist es. Das ist unser Blatt. So. Zum Mitlegen. Es geht los. Eins, das Schiff. Zwei, das Herz. Da haben wir schon oben gleich die Sehnsucht. Ich zeige euch dann natürlich auch die Karten. Ne? Also für die, die neu sind, ich lege halt immer so aus. Aber ihr werdet die Karten sehen, weil ich die in die Kamera halte. Drei, das Buch. Vier, der Hund. Fünf, die Blumen. Und sechs, der Ring. Also das ist ja schon mal spannend. Ne? Also das ist ja schon mal wirklich spannend. Sieben, die Lilie. Acht, die Sonne. Neun, die Schlange. Zehn, der Storch. Elf, der Klee. Zwölf, die Wolken. 13, der Berg. 14, der Reiter. 15, die Fische. 16, der Fuchs. 17, die Dame schaut auf den Fuchs. Der Fuchs liegt in den Sternen. Schlaue Idee. 18, das Kind. Und ich kann jetzt schon sagen, du liegst über ihm, das heißt, er denkt an dich. Ne? 19, die Sterne. 20, der Baum. 21, das Kreuz. 22, die Wege. 23, der Brief. Und 24, das Siggi. Ist ja ein Ding. Da gibt es gleich eine Verbindung. Es ist wieder mal interessant. 25, der Anker. 26, das Haus. 27, der Turm. 28 der Park in seinem Haus, 29 in deinem Haus die Ruten, 30 der Mond, 31 der Bär, 32 die Sense bzw. Sichel, 33 die Mäuse, 34 der Sarg, 35 der Schlüssel und 36 die Eulen. So, das ist schon mal unglaublich interessant. Also, wir fangen jetzt erstmal bei dir an. So, wie gewohnt in der letzten Zeit. Die Dame ist gut aufgestellt, weil die Dame ganz einfach, die ist gereift und gewachsen und liegt in Position 17 im Storch. Das heißt, sie ist in einem Veränderungsprozess. So, schauen wir doch mal, wo der Storch liegt. Der liegt in der Sense. Das heißt, ein Schmerz geht raus. Er hat sich also über den Schmerz gelegt, über den Cut, über die Verletzung. Was so viel heißt, wie eine Verletzung verändert sich und wie verändert sich eine Verletzung durch Heilung. Zumindest dann, wenn eben gute Karten daneben liegen. Und der Storch selbst schaut auf die Schlange und auf die Sonne, was in dem Fall ganz einfach für eine positive Entwicklung steht. Ich habe in dieser Legung nicht das Gefühl, dass die Schlange eine dritte Person ist. Selbst wenn es eine dritte Person bei dir gibt, habe ich nicht das Gefühl, dass diese dritte Person relevant ist, weil ich schon auf einen Blick sehe, das ganze Blatt hat eine Gesamtbotschaft und zwar von oben bis unten, von der ersten bis zur letzten Reihe
Und da geht es bei der Schlange nicht um eine Person, das hatte ich sofort gesehen. Warum sehe ich das sofort? Weil ich so einen geschulten Blick habe. Ich habe den entwickelt über all die Jahre. Es ist nämlich so, dass im Haus der Schlange die Lilie liegt und die steht ja auch für Harmonie. Und zwar, daneben ist die Sonne, ne? Und die Sonne liegt im Sarg. Das sieht aus, als ob die Harmonie einkehrt in etwas, was vorher kompliziert war. Die Schlange steht ja auch für die Komplikation und liegt jetzt direkt neben der Sonne. Da haben wir die positive Entwicklung. Das ist so das Gefühl von Frieden kehrt ein bei der Dame. Das liegt ja alles in der Gedankenebene der Dame. Ne? Also die Dame selbst, jetzt muss ich erst mal gucken. Genau, hier gehört es hin. So, das liegt so in ihrer Gedankenebene. Ne? Das ist so das, was in ihr vorgeht, das, was sie erkennt. Frieden kehrt ein. Ne? Die Dinge entwickeln sich positiv. Harmonie kehrt ein. Und über der Dame liegt eben auch das Glück. Das ist so, das Gute liegt über ihr. Ne? Und direkt neben dem Storch liegt auch das Glück, der Klee. Das heißt, es kommt hier eine glückliche und positive Wende hinein. So. Was sie so hinter sich lässt, hinter ihr liegen die Unklarheiten im Zwischenmenschlichen, die Wolken liegen in den Eulen. Das liegt so ihr im Rücken, das lässt sie hinter sich. So zwischenmenschliche Problemchen, ne? Eben auch Beziehungen betreffend, weil in den Wolken liegt der Ring. Ne? Und dass diese zwischenmenschlichen Probleme beidseitig sind, bezeichnet der Anker. Das heißt also auch das Gegenüber, ne? Stellt fest, irgendwie ist das Zwischenmenschliche kompliziert, aber nichtsdestotrotz hat die Dame ihren Frieden damit gemacht. Ne? Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Es liegt so drin, dass man meinen könnte, sie nimmt es an, wie es ist. Ja? Es ist halt einfach so, wie es ist und sie macht ihren Frieden damit. Sie lässt dieses Unglück hinter sich. Ne? Also es ziehen ja die dunklen Wolken so auf den Klee. Sie wendet sich aber ab von den dunklen Wolken, die in den Eulen liegen, die fürs Zwischenmenschliche stehen, die auch karmisch sind, weil die Eulen selbst liegen im Kreuz. Das ist so ein Karma-Ding und die Dame hat halt erkannt, dass sie etwas nur verändern kann, wenn sie ihre Haltung ändert. Also wenn sie ihre Einstellung dazu ändert. Das ist dann auch der Schlüssel. Über ihr liegt im Übrigen mit dem Klee noch eine Etage drüber liegen die Blumen. Das bedeutet, der Klee liegt in den Ruten, da liegt ein gutes Gespräch direkt in ihrer Gedankenebene und darüber liegen die Blumen im Haus des Baums. Das bedeutet, es kann hier eine Aussprache zu gegebener Zeit anstehen. Die Blumen liegen im Baum. Da würde ich jetzt mal sagen, die Energie wächst, diese Einladung betreffend, weil die Entwicklung positiv ist. Das Blatt sagt jetzt nicht, dass es keine Probleme mehr gibt, sondern es zeigt im Endeffekt an, dass Komplikationen rausgehen. Es ist hier, also die Dame ist definitiv auf dem aufsteigenden Ast, weil sie es sein lässt. Nicht sein lässt, indem sie etwas vergisst, sondern sie lässt etwas sein, wie es halt nun mal ist. Und dadurch geht sie in so eine radikale Akzeptanz der Dinge und macht ihren Frieden. Und deswegen, weil die Dame sich entspannt, ne, so könnte man es vielleicht auch sagen, entwickelt sich hier alles zu ihrem Besten. Der Frieden kann dann auch kommen, weil sie den Frieden willkommen heißt. So. Und direkt in ihrer Gedankenebene der Klee und die Blumen, das ist auch so die Hoffnung. Ne? Der Klee ist ja auch die Hoffnung, dass es zu einem Treffen oder einer Einladung kommt, ne? Nämlich mit dem möglicherweise Seelenpartner. Ne? Also natürlich könnte man jetzt auch sagen, es geht hier um Freund, ne? Weil der Hund steht ja auch für Freundschaft, steht auch für Loyalität und Treue. Ne? Ich wollte schon fast wieder sagen, Treuialität und Loyalität. Also wie das halt manchmal so ist, wenn ich dann hier am Plaudern bin. Gell? Aber sie hofft da schon drauf, dass ganz einfach das auch irgendwann kommt. Hat es aber so ein Stück weit einfach losgelassen. Ne? Also die Dame hat so die Haltung, et küt wie et küt und et hätt noch immer jodje jange. Ne? So könnte man es ungefähr sagen. Aber die Hoffnung auf eine Aussprache, die ist da. Ne? Weil in ihrem Haus liegen auch die Ruten und in den Ruten liegt der Klee. Aber sie weiß,
dass die Zeit dann reif ist, wenn die Dinge es sind. Ungefähr so kann man es sagen. Also sie ist da völlig entspannt, was vielleicht jetzt auch der Weihnachtszeit geschuldet ist. Ne? So kann man es auch sagen. So, im Haus des Klees, der über ihr liegt, liegt das Herz. Das heißt, sie hat hier große Hoffnung in die Liebe. Sie weiß aber auch, dass diese Liebe im Endeffekt aus vielen kleinen glücklichen Momenten besteht. Das ist ein Glück, was sie auch immer wieder loslassen muss oder aber auch das zerbrechliche Glück. Und deswegen hat die Dame gelernt, achtsam zu sein. Und das ist auch sicherlich, sie schaut auf Fuchs und Sterne. Der Fuchs liegt im Haus der Sterne. Sie denkt erst, bevor sie spricht. Erst sprechen, dann denken. Sie weiß ganz genau, mit der Situation umzugehen, weil sie weiß, dass das Eis immer recht dünn ist. Das ist also ein ganz sensibles Thema, wo sie wirklich schauen muss, dass sie also A, in ihrer Kraft bleibt, in die sie gerade, also sie arbeitet daran, sie hat in diese Kraft zurückgefunden und lässt sich auch nicht mehr von den dunklen Wolken oder von diesem Konflikt im Zwischenmenschlichen, der da immer wieder ist, runterziehen, sondern sie wendet sich dem Guten zu. Man sieht hier direkt in der Legung, alles, was über ihr liegt, die Dame denkt positiv. Die ist wirklich auch so am Manifestieren. Ja, doch, sie manifestiert und sie weiß auch schon um die Dinge. Mit Fuchs in den Sternen weiß sie Bescheid. Sie versteht die Energie. Der Fuchs ist ja auch, der hat ja einen total hellen Verstand. Und die Sterne, das ist ja auch das Kosmische. Also sie versteht die Energie. Die Dame hat die Dynamik verstanden in dieser Beziehung. Sie hat es durchschaut. Ja? So könnte man es ungefähr sagen. So, und jetzt liegt ja das Herz im Klee. Und das ist ja auch die Hoffnung in der Liebe. Und jetzt kommen wir auf das Ziggy, die Hoffnung ihn betreffend, weil er liegt im Herz. So, jetzt kommt es noch besser. Er spiegelt in die Sterne, die sich über den Turm gelegt haben. Das heißt, er hält seine Energie in der Liebe zurück. Er ist aber, sie hat absolute Gefühle für ihn. Sie liebt ihn. Sie hat auch verstanden, das ist eine Liebe auf höherer Ebene, weil der Fuchs liegt ja in den Sternen und er liegt im Herz und spiegelt in die Sterne. Sie hat verstanden, diese Liebe bewegt sich auf höherer Ebene. Und da er da reinspiegelt, weiß er das im Endeffekt auch. Die Sterne haben sich über den Turm gelegt. Das bedeutet auch, dass er oftmals oder vielleicht auch momentan noch seine Gefühle zurückhält. Ne? Also die sind im Turm weggekergert. Ne? Da muss man sich ja immer so ein Hexenturm vorstellen. Ohne Fenster, ohne Türen. Und da hat er sein Herzlein reingesperrt. Jetzt haben sich aber die Sterne darüber gelegt. Das Licht der Sterne. Das ist, als ob die auch die Hoffnung zurückkommt. Und das Licht der Sterne wird die Dachfenster aufmachen, ne? Falls der Turm Dachfenster hat, aber ich nehme es mal an. Also er nimmt hier ganz massiv seine Gefühle zurück, weil tatsächlich über dem Haus des Turms, in dem die Sterne liegen, auch noch der Berg liegt. Er nimmt hier ganz massiv seine Gefühle zurück, aber sie hat das akzeptiert, dass er hier unfrei ist. Das Gute ist, er liegt aber hier im Umbruch, ne? Er hat sich in den Umbruch gelegt und korrespondiert auf das Kind im Hund. Das heißt, da ist ein Neuanfang, die Geschichte geht weiter, die Reise geht weiter. Der Hund, der ja für die Seelenpartnerschaft steht, zusammen mit dem Kind, zeigt im Endeffekt eine nächste Etappe an. Er schaut aus diesem Blatt raus und dadurch lässt er auch gleich die Schwere hinter sich. Wir werden dann mal klären, wo er denn hinschaut. Ne? Das machen wir dann gleich. Jedenfalls, über dem Haus des Turms liegt ja der Berg, der diesen Turm noch massiver macht. Allerdings liegt ja das Licht im Turm, die Sterne liegen im Turm. Das heißt, hier bewegt sich was, aber ganz sanft. Mir fällt gerade ein, eine Szene aus dem Hobbit, als die Zwerge den einsamen Berg erreichen und es geht darum, wo der Schlüssel passt. Und da ist doch so ein Vögelchen, was zurückkehrt und was so zwitschert und so es klopft so mit dem Schnäbelchen an eine Stelle. Das Gefühl kommt mir da rein. Ne? Es zwitschert
und klopft so an. Und dann muss ja das Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel genau darauf fallen, um die Tür zu offenbaren. Und so ist das mit dem Turm. Das kommt mir ja gerade so, tok tok, kommt mir das so rein. Und bei mir kommt hier deutlich rein, in diesem Blatt liegt eine überaus positive Wende, die schon, das Vögelchen ist schon da und zwitschert, tok tok. Und es kommt jetzt drauf an, wann fällt das Licht im rechten Winkel auf diese Stelle. Und dann kann etwas eröffnet und erlöst werden. Und das ist total spannend. Jedenfalls liegt dann auch noch im Haus des Berges das Kreuz. Das heißt, es setzt nochmal einen drauf. Ne? Nicht nur so, dass der Berg über dem Turm liegt, im Berg liegt auch noch das Kreuz. Ne? Also das Karmische, das ist, da liegt eine ganz alte Bürde drauf auf der Beziehung. Ein ganz altes Karma, deswegen ist vielleicht die Energie auch so festgefahren und es betrifft euch beide, weil im Kreuz liegen wiederum die Eulen, ja. Und da in den Eulen liegen ja die Wolken, gibt es noch viel zu klären. Nämlich diese Beziehung betreffend, der Ring liegt in den Wolken. Es gibt noch viele Unklarheiten und vieles, was im Dunkeln liegt in dieser Beziehung. Aber Wolken haben es ja so an sich, dass man durchgehen kann. Das ist also, Wolken sind wie Nebel am Himmel. Ne? Und wenn eine Wolke vom Himmel fällt, haben wir hier unten Nebel. Ne? So muss man sich's vorstellen. Und man kann aber durch Nebel durchlaufen. Der sieht nur aus wie ein Hindernis. Also vor lauter Nebel sieht man manchmal die Hand vor eigenen Augen nicht. Aber trotzdem kann man da ja auch reingreifen und man kann da Schritt für Schritt durchgehen. Das ist also etwas, was durchschritten werden möchte. Und es ist auch so, wenn die Sonne zurückkehrt, also wenn das Licht zurückkehrt, löst sich ja auch der Nebel auf. Und das liegt hier auch in der Reihe 2, die Lilie, die Sonne, die Schlange, der Storch, der Klee und die Wolken. Das Licht der Sonne begünstigt ja hier die ganze Entwicklung. Wir haben ja die Sonne und die Schlange, die positive Verwicklung. Warum habe ich das jetzt gesagt? Ich meine natürlich die positive Entwicklung. Aber vielleicht ist es ja sogar eine positive Verwicklung. Und du denkst nur, es ist negativ. Dabei geschieht alles für dich. Vielleicht hast du das ja inzwischen erkannt, weil mit Fuchs und Sternen hast du es ja gefühlt verstanden. Du hast ja den Durchblick erhalten. Ne? Also wir haben hier die Sonne, die Schlange, die positive Entwicklung, die eine Veränderung herbeiführt mit dem Storch, die überaus positiv ist. Ne? Und dann kommen ja erst die Wolken. So, aber die Sonne ist ja schon auf dem Weg und schiebt die Wolken weg. Ne? Also das ist eine ganz spannende Energie, eine sehr friedenbringende Energie. Ja, und dann haben wir hier auch neben dem Herz das Schiff liegen. Und zwar im Haus des Reiters. Das heißt, hier gibt es Sehnsucht, die hat er auch. Er hat Sehnsucht, du hast aber auch Sehnsucht nach ihm. Also im Endeffekt vermisst ihr euch gegenseitig. Es geht hier aber darum, also für mich steht hier fest, dieser Prozess, der hier am Tisch liegt, der geht weiter. Es ist für dich wichtig, die Leichtigkeit in der Schwere zu finden und zwar nicht nur vorübergehend, sondern grundsätzlich. Und es liegt hier viel an ihm, ja, aber die Kräfte wirken für dich und die Sehnsucht ist da und zwar auf beiden Seiten. So, jetzt spiegelt er ja in den Turm, wo die Sterne drin liegen. Da sind wir wieder bei der Szene. Das Vögelchen am Berg, das Vögelchen am einsamen Berg, was da pfeift und diesen Berg so anfliegt, ne, und flattert den ja alles so an. Klopf, klopf. Licht muss zur rechten Zeit im richtigen Winkel einfallen, dann löst sich's. Und dann löst sich auch der Turm, der nämlich im Haus des Briefs liegt. Bedeutet, hier wurden auch Nachrichten zurückgehalten. Bei mir kommt deutlich rein, dass hier eigentlich Kontakt im Raum stand. Für die, die jetzt keinen Kontakt haben, ne, ich rede jetzt erstmal für die Gruppe, die keinen Kontakt hat, da hat sicherlich das Gegenüber oft drüber nachgedacht, aber in letzter Instanz hat er Nachrichten zurückgehalten, das heißt, er hat sich gebremst. Er hat nicht geschrieben, obwohl er eigentlich vielleicht es wollte, aber er hat es nicht getan. Jetzt haben wir hier die Korrespondenz in die Schlange, die aber von der Sonne beeinflusst wird.
positive Entwicklung. Also auch hier das, was hier die Nachrichten zurückgehalten und gebunden hat mit der Schlange, löst sich auf, zumal die Sonne im Haus des Sargs liegt. Das heißt, da steht eine Wiedergeburt an. Ne? Und aus dem kleinen Glück mit dem Klee, ne, das wird ja immer so gesagt, das ist ja das kleine Glück, wird ein großes, weil die Sonne spiegelt in den Klee. Und der Klee liegt direkt über dir. Ne? Und also da sind wir wieder an der Stelle, wo ich sage, dass die Dame hier überaus positive Gedanken hat. Die Dame manifestiert. Und wenn du es noch nicht tust, dann fang damit an. Weil hier geht es definitiv weiter. Es hat viel damit zu tun, dass du eine Situation so annimmst, wie sie ist und nicht versuchst, sie zu verbiegen oder zu verändern. Weil, ich habe es eben schon gesagt, wenn die Zeit reif ist, sind die Dinge es auch. Ne? Und es wird hier ein Neuanfang gehen, auch wenn der momentan noch blockiert ist, das löst sich auf. Der Berg liegt ja am Kind, ne? Das heißt ja so Neuanfang blockiert, spiegelt auch noch in das Kind, ne? Und er korrespondiert in das Kind. So. Das heißt, da ist eigentlich die Energie des Neuanfangs da, aber das Ganze ist noch blockiert, aber er liegt ja im Umbruch. Das heißt, für die männliche Hauptperson ist dieses Kartenbild jetzt in diesem Moment schon abgefrühstückt und Geschichte. Ne? Er verlässt die Situation, kann man so sagen, er tritt raus. Also aus diesem Kartenblatt tritt er raus. Und die Sonne wird hier ihr Übriges tun, weil die liegt diagonal über dem Berg. Das heißt, die Blockade löst sich. Und der Berg korrespondiert in die Sterne, das heißt, diese Blockade löst sich. Es ist halt eine Energie, die einfach ihre Zeit braucht. Und ich wiederhole es nochmal, wenn die Dinge reif sind, ist die Zeit es. Wenn die Zeit reif sind, sind die Dinge es auch. Wenn die Zeit reif ist, sind die Dinge es auch. Der Brief hat sich über die Mäuse gelegt. Das heißt, und das liegt direkt in seinem Rücken. Er hat sich von der Nachricht weggedreht. Er hat ganz einfach Schiss, sich zu melden. Er wird es aber dennoch irgendwann tun. Weil der Drang zu schreiben wird irgendwann größer sein als die Angst, die ihn zurückhält. Zumindest war es die ganze Zeit so, dass die Angst ihn zurückgehalten hat, aber er geht raus aus der Situation. Das ist wirklich sehr spannend. So, in seinem Haus liegt nämlich der Park. Das ist nämlich die Öffnung. In seinem Haus liegt der Park. So, 6, 5, 18, 20. Im Park liegt der Baum. Und der Baum spiegelt in die Nachricht, die über der Maus liegt. So, was bedeutet das? Er wird sich öffnen, definitiv. Und der Park in seinem Haus korrespondiert in den Storch, der direkt diagonal über dir liegt. Dieses Öffnen, was irgendwann kommt, wird auch wieder Veränderungen in die Situation reinbringen. Und in dem Moment, wo er sich öffnet, erfüllen sich deine Manifestationen. Das bedeutet auch, fokussiere dich auf das Schöne und Gute und auf das Licht. Und darauf, dass alles so ist, wie es richtig ist. Auch wenn man das manchmal nicht so sehen möchte oder akzeptieren kann. Es ist alles richtig und stimmig so. Es hat eine Bewandtnis. Ne? Und wenn du weiter manifestierst, dann, so zeigen die Karten an, kommt hier irgendwann der Wandel rein, zu gegebener Zeit eben. Er wird sich öffnen und das bringt dann die Wende rein mit dem Storch, ne? Meister Adebar, der bringt die Veränderung und der Storch schaut wiederum auf die Schlange und die Sonne. Und wenn diese Öffnung dann da ist, dann, wenn er nachzieht hier in diesem Blatt, weil du bist da schon, du bist gut gestimmt, ne? Und wenn er nachzieht, dann passiert tatsächlich eine positive Veränderung. Ne? So kann man es sagen. Und man sieht auch, da der Park in seinem Haus in den Turm spiegelt, dass es noch nicht ganz an der Zeit ist. Die Energien bewegen sich aber. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, der steht kurz davor, also der steht kurz vor der Tür und meldet sich sofort. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er braucht noch etwas Zeit. Gib ihm die Zeit, weil es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Je mehr du dich versperrst oder in die Ungeduld gehst, desto mehr nährst du diese Blockade. Das muss dir klar sein. Nur das Licht kann den Schatten auflösen. Und wenn du selbst in schwere Energien dann gerätst, schwergängig wirst, machst du es noch schwerer. So, es hängt also auch mit an deiner Einstellung oder Haltung den Dingen gegenüber. Weil du bist Teil der Situation. Und wenn du die Situation positiv verändern willst, kannst du das nur, indem du dein Licht entgegensetzt. Das heißt, kümmere dich gut um dich selbst.
lass es dir gut gehen, tu dir selbst Gutes, mach dich stark. Ich habe das gestern in der Legung gesagt, die leider nicht jeder sehen konnte. Ich will es noch mal kurz sagen. Es ist ja so, jetzt muss ich erst mal mich kurz zurückerinnern. Es ist ja so, dass das Schlimmste, was du machen kannst in einem tiefen Tal, wenn es dunkel um dich rum ist und du bist in so einem Düsterwald, das Schlimmste, was du machen kannst, ist wie angewurzelt stehen bleiben. Weil dann geht gar nichts mehr, dann hast du die Kontrolle verloren. Was du aber nicht mehr kontrollieren kannst, wird dich kontrollieren. So, und dann kommen die ganzen Gespenster hinter den Bäumen hervor. Ne? Und deine Angst wird immer größer und du sitzt dann da wie so ein Kaninchen, geduckt in deine Kuhle und zitterst wie ein Espenlaub. Ne? Wie das Häslein in der Grube. Und was die Ohren angelegt hat und einfach nur schlottert und zittert wie ein Espenlaub. Ne? In der Hoffnung, dass es von alleine aufhört. Aber dienlicher wäre es, ne? Als Hase kannst du Haken schlagen. Wenn du etwas kontrollieren kannst, und zwar in einem gesunden Maß, ne? Also ich meine jetzt nicht Macht ausüben durch Kontrolle, sondern einfach, indem du die Lage im Griff hast, beginnt bei dir selbst, ne? Bist du auch geschützt. Du arbeitest aus deiner Kraft heraus. Und dann kannst du auch den Weg weitergehen und bleibst im Düsterwald nicht stehen. Verlierst du die Kontrolle, wirst du kontrolliert. Und diese Prozesse, ne, also die hier dann regelmäßig auf dem Tisch liegen bei uns, das kannst du nicht abstellen. Du kannst auch nicht einfach sagen, ich habe da keinen Bock mehr und ich trete aus. Du kannst es versuchen, es funktioniert nur nicht. Es holt dich immer wieder ein. Du kannst aber wissen, so wie es dich immer wieder einholt, wenn wirklich ein Band zwischen euch ist, was ich aber hier nicht beurteilen kann, weil ich kenne eure Situationen nicht, ne? Also wenn, ob wirklich eine Verbindung zwischen euch ist, das könnt ihr nur selbst feststellen und auch indem ihr eure Illusionen hinterfragt, ja? Aber wenn wirklich eine Verbindung ist, holt es ihn genauso ein immer wieder, wie es dich einholt. Das heißt, du kannst es dir leichter machen, wenn du sagst, okay, es ist kompliziert, aber ich lerne jetzt damit umzugehen und ich mache jetzt Training, ich trainiere mich. Und das ist wie wenn du einen Marathon gewinnen willst. Den gewinnst du nur, wenn du deine Ausdauer trainierst. Du hast ein Ziel und du willst diesen Marathon gewinnen. Das heißt, du machst Ausdauertraining und man sieht das Semmelbrösel, nun jetzt täglich durch den Wald traben. Ne? Also, und dann 10 Liegestütze und dann geht's weiter. So. Wenn du 8000 Meter schwimmen willst, ne? Dann funktioniert das nur durch Training. Ne? Wenn du noch nicht einmal das Seepferdchen gemacht hast, wirst du absaufen. Und dieses Training, und ich meine das auch tatsächlich so, körperliche Betätigung, wenn du dir ein Ventil suchst, jetzt mal angenommen, du sitzt im Düsterwald fest und hast das Gefühl, du bist in einem Tal ohne Wiederkehr und du hast die Kontrolle verloren. Dann kannst du dir die Kontrolle nur zurückholen, wenn du dafür trainierst und wenn du bei dir selbst beginnst, dass du erstmal dich selbst wieder unter Kontrolle hast. Sport oder einfach nur Bewegung, es muss ja jetzt kein Extremsport sein. Einfach nur Bewegung, Sport erdet dich und bringt dich, holt dich erstmal zurück in deinen Körper. Du fühlst deinen Körper wieder. Durch Sport fängst du an und fühlst dich. Egal, was es ist. Ja. Die einen gehen tatsächlich schwimmen, die anderen gehen ins Studio, andere machen irgendeinen Mannschaftssport, was weiß ich, Volleyball oder Handball oder Fußball oder einfach Sport in der Gruppe. Was auch, das Sport in der Gruppe legt sich auch noch gleichzeitig positiv aufs Kollektiv um. Weil das ist ja wieder ein Kollektiv. Das heißt, ein kleines Kollektiv kann dann auch ein größeres wiederum nähren, ne? Weil da ist ja noch das Kollektiv mit einbegriffen. Jeder Sport, den du machst und wenn du nur spazieren gehst, wenn du deinen Lungen frische Luft schenkst, sodass die sich entfalten und dass die mit Sauerstoff versorgt sind, all das holt dich zurück in deinen Körper. Es verbindet dich ganz einfach mit dir selbst. Du spürst dich, ne? Und so ein schöner Muskelkater am Arsch hat noch keinem geschadet. Ne? Also ich meine ja nur mal so. Also und Sport ist grundsätzlich gut. Wenn du dich in einem Prozess befindest, such dir ein Ventil. Und damit trainierst du dich.
Wenn du deinen Körper trainierst, überträgt sich das auf deinen Geist und auf deine Seele. Die werden auch stärker. Und dann bist du bereit für Iron Woman. Ne? Dann kann es losgehen. Das, weil du kannst eine solche Verbindung nicht abstreifen. Wenn das möglich wäre, dann gäbe es das Problem nicht. Und wir würden dann jetzt hier sitzen und Karten legen, wobei ja Probleme für dich sind. Probleme, es sind keine Kontrapläne. Und es ist ein Prozess und kein Kontrazess. Das ist also etwas, was dich herausfordert und woran du wachsen darfst, war gestern schön in der Legung erklärt. Weil die Herausforderung steht vor der Tür. Das Video gestern war sensationell. Es war einfach sensationell und es ärgert mich, dass das für viele nicht abrufbar war. Weil die Liebenden keinen Schlüpper anhaben in dem Kartendeck. Also komme ich immer noch nicht drüber. Aber eine wichtige Sache will ich einfach nochmal wiederholen. Weil die Herausforderung stand in der Tür, ne, mit den 5 der Stäben. Und der Teufel war mit dabei. Und nennen wir ihn doch lieber den Bock am Hocker, ne? Weil ich weiß gar nicht, ob ich dieses Wort noch sagen kann, ohne dass ich dann zensiert werde. Ne? Also der Bock am Hocker. Schönen guten Tag, wir haben eine Verabredung. Hä? Wir kaufen nichts. Puff, Tür wieder zu. Den will natürlich keiner haben, ja, wenn der an der Tür steht. So, fürs Erste ist das Problem gelöst. Ja, dann willst du dich im Wohnzimmer niederlassen, schön auf die Couch fläzen, ein schönes Buch lesen, klopft ans Fenster, steht der Kollege wieder da. Schönen guten Tag, wir haben eine Verabredung. Oh Gott, wir kaufen nichts, lässt das Rollo runter. Teufel weg, Bock am Hocker weg. Ja, und du lebst dein Leben weiter, du hast es wieder geschafft, ihn wegzuschicken. Eines Tages bist du einkaufen, ne, wie gehabt, im Regal bei den Gurken. Und zwischen den Gläsern klotzt der Bock am Hocker. Schönen guten Tag, wir haben eine Verabredung. Vor lauter Schreck fällt dir die Salatgurke aus der Hand, die du eben in der Gemüseabteilung rausgekramt hast, die schönste von allen. Also ich will damit sagen, er wird immer wieder anklopfen. Immer wieder. Und wenn er es tagsüber nicht macht, dann nachts in deinen Träumen. Schönen guten Tag, wir haben eine Verabredung. Und er wird dich so lange herausfordern. Warum ist das so? So, jetzt will ich euch kurz den Ursprung nochmal erklären. Licht und Schatten. Jetzt kommt eine kleine Erklärung. Es ist nämlich ganz logisch und dann werdet ihr es auch verstehen. Licht und Schatten. Der Schatten ist ein Produkt des Lichts. Das Licht erschafft den Schatten und nur das Licht kann den Schatten aber auch wieder auflösen. Der Schatten selbst hat sich zur Verfügung gestellt. So, ihr müsst jetzt vorstellen, ihr seid wieder mal auf unserer berühmten Wolke 24.358.845. Ganz weit oben. Auf höchster, lichtvoller Ebene. Und da sitzen zwei Seelen und die wollen miteinander und aneinander wachsen. So. Und dein Gegenüber sagt zu dir, okay Baby, du bist echt wahnsinnig. Das willst du jetzt echt von mir verlangen, dass ich das mache? Und du sagst, ja, ja, ganz genau so habe ich mir es vorgestellt. Weil ich bin das Licht und du sollst mein Schatten sein. Weil ich muss die Erfahrung machen, dass ich ein Licht bin. Weil ich werde vielleicht das vergessen haben auf Erden. Also vielmehr, ich weiß, dass ich es vergessen habe. Weil ich habe mir vorgenommen, als Seele zu inkarnieren, mit dem großen Auftrag, meinen eigenen Wert zu erkennen. Und deswegen brauche ich dich jetzt. Also ich habe mir Folgendes gedacht. Du machst mir mein Leben so richtig schön schwer und du machst mich so richtig klein. Ne? Hier wie so eine kleine Fliege unterm Daumen, ne, die man so knetscht. Ungefähr so. So klein machst du mich. Und ich bin aber die kleine Powerfliege. Und ich werde dir dann um die Nase schwirren und ich werde mich über dich erheben. Das soll meine Lösung sein. Also ich soll mich nicht von dir kleinkriegen lassen. Also vielmehr, ich will mich nicht von dir kleinkriegen lassen. Und das nehme ich mir jetzt hiermit vor. Aber damit ich das umsetzen kann, damit ich
in meiner Inkarnation da unten auf Erden, wo es ja ganz schön hoch hergeht, wo die echt komische Probleme haben. Zum Beispiel hier mit den alten Tarotkarten, wo die Liebenden schon immer nackig waren. Also ich kann es ja überhaupt nicht verstehen. Also da unten auf Erden, in diesem ganz komplizierten Dings, wo die Menschen alle viel zu viel nachdenken, ne, und solche komischen Dinge tun. Da will ich hin inkarnieren. Und da will ich meinen Wert wiederfinden. Ich will meinen Wert erkennen. Ich will erkennen, wie wertvoll ich bin. Selbst wenn ich eine kleine Stubenfliege bin. Ne? Also ich will erkennen, ich bin wichtig und ich bin Licht. Damit ich das erkennen kann, brauche ich aber den Schatten. Weil ohne den Schatten kann ich mich nicht sehen. Da kann ich mich nicht finden. Und dann sagt er so, okay, also du bist wahnsinnig. Du bist also das, was du hier von mir verlangst, boah. Da verlangst du mir ganz schön was ab, weil du weißt, wie sehr ich dich liebe. Ich liebe dich wirklich, weil schon viele Inkarnationen gehen wir unseren Weg gemeinsam. Und jetzt sitzen wir wieder mal hier oben auf unendlich hoher Ebene und schmieden schon wieder einen Plan. Und nun gut, ich werde dir nicht vergessen, dass du das auf der Inkarnation da hier in... wir haben eine Hofbotschaft. Ich werde dir nicht vergessen, dass du das auch schon für mich getan hast. Als wir beide zusammen auf dem Mars inkarniert sind. Ne? Das heißt, du hast einen Gut bei mir. Moment, ich mach mal die Tür zu, weil es ist ein bisschen laut. Ne? Ja. Also ich werde dir nicht vergessen, dass du das auch schon mal für mich getan hast. Und weil ich dich so liebe, mache ich's. Ich mache mich ganz dunkel, damit du dein Licht erkennen kannst. Damit nehme ich deine Verachtung in Kauf und ich nehme in Kauf, dass ganz viele Menschen mich verachten werden, vielleicht auch deine Freunde, und dass die Menschen sagen werden, lass dich nicht auf ihn ein. Das ist etwas, das ist ein ganz großer Liebesdienst, den ich dir schenke. Aber eine Bedingung habe ich. Du bist das Licht. Du hast mich produziert, aber dein Auftrag ist es auch, mich wieder zu erlösen. Also wenn ich das jetzt für dich mache, vergiss bloß nicht, mich wieder zu erlösen. Das heißt, alles das, was krasses zwischen uns da unten passieren wird, auf diesem komischen Planeten, wo sie alle so komische Gedanken im Kopf haben und irgendwie so ein bisschen schräg drauf sind, gell? Das, auf diesem komischen Planeten da unten, sag ich, voll den Faden verloren, auf diesem komischen Planeten da unten.de werde ich es für dich tun. Ich werde der Schatten sein und du das Licht. Aber vergiss nicht, mich zu erlösen. Genau, weil unser Plan ist erst vollendet, wenn wir beide dort unseren Frieden gemacht haben, egal wie. Und dafür, dass ich dein Schatten bin, dann sei du auch mein Licht. Also im Endeffekt ist das auch, das ist ein Deal. Und der wiederum kann sich aber auch spiegeln. Weil auch du sein Schatten sein kannst. Weil immer die Möglichkeit einer Spiegelung zwischen euch ist. Das soll ich gerade sagen. Ja. Und du kannst dich dieser Situation nicht entziehen, solange sie nicht erlöst ist. Der Schatten wird immer wieder vor der Tür stehen. Das ist wie beim Froschkönig. Das wollten wir ja auch die ganze Zeit schon mal lesen. Ich habe es einfach nur nicht geschafft. Die Kugel fällt ins Wasser. Und die Prinzessin hat keine Kugel mehr und der Frosch hilft ihr. Der hat ihr also ihr Licht zurückgebracht. Und sie hat ihm dann versprochen, er darf im Bettchen schlafen, aber jetzt ekelt sie sich vor dem Frosch. Er darf im Bettchen schlafen bei ihr, darf vom Tellerchen essen und aus dem Becherchen trinken. Das hat sie aber nur gemacht, weil sie die Kugel wieder wollte. Das heißt, in dem Fall war sie der Schatten, der Frosch das Licht. So, gesagt, getan, Kugel zurück. Und sie hat sich dann nicht an den Auftrag gehalten, wollte den Frosch nicht reinlassen, wollte ihn nicht am Tisch sitzen haben und schon gar nicht im Bettchen liegen haben. Und dann musste sie es ja tun, weil ihr Vater sie gut erzogen hat und hat gesagt, Fräulein, wenn du das versprochen hast, dann musst du dich auch dran halten. Und so saß der Frosch, der glibberige, eklige, grüne Frosch, dann doch mit am Tisch. Hat aus dem Bällchen getrunken, vom Tellerchen gegessen, mit dem Bettchen geschlafen. Und sie hat sich widersetzt. Sie wollte sich entziehen. Sie wollte sich nicht an den Deal halten. Und jetzt kommt's. Dann hat sie eigentlich was ganz Schlimmes getan, hat aber versehentlich was Gutes getan. Was für mich wieder zeigt, in diesen Prozessen kannst du auch gar nichts falsch machen.
Weil sie hat den Frosch genommen und vor die Wand geschmissen. Und dann wurde er erlöst. Und dann ist was ganz anderes passiert. Der eiserne Heinrich wurde befreit. Heinrich, der Wagen bricht. Es ist nicht der Wagen, der da bricht, sondern die Ketten, die sich um mein Herz gelegt haben. In dem Moment, als der Frosch verwünscht wurde. Das heißt, der Frosch wurde zutiefst geliebt. Und manchmal findet diese Befreiung auch nochmal von einer ganz anderen Seite statt. Weil Seelen und Seelen haben miteinander Deals. Ja? Zum Beispiel, jetzt du hast mit deinem Gegenüber diese Absprache in Liebe. Er sagt, ich mache den Schatten, du bist das Licht. Ich werde dich an dein Licht erinnern, aber bitte vergisst du mich nicht und erlöse mich wieder. Ja? Und es kann aber auch sein, dass zeitgleich er auch noch einen Deal mit ihr hat. Ne? Oder bei dir gibt es noch eine andere Person, die wiederum auch die ganze Situation beeinflussen können. Und in dem Moment, wo die Prinzessin den Frosch vor die Wand geschmissen hat, ne, haben sich die Ketten hier oben gelöst, an ganz anderer Stelle. Das finde ich sehr bezeichnend. Da können wir mal drüber nachdenken. Es gibt so viele schöne Dinge, über die man sich unterhalten kann und über die man einfach nachdenken kann. Ne? Und Fakt ist eins, da die Schwingung sich erhöht, werden die Wege nicht leichter. Aber je besser du dich trainierst und dich gut aufstellst an Körper, Geist und Seele, desto besser kommst du durch diesen Parcours durch. Stell dir es vor wie so ein Parcours. Es ist ja der Iron Woman Lauf. Da geht es richtig durch die Schlammkugeln mit ganz schlimmen Hindernissen und mit Strom drauf und so. Aber das trainierte Frauenzimmer, die Schildmeide der Neuzeit, sind voll am Start, ne? Haben alle ein T-Shirt an, da steht hier in großen Lettern, steht dann hier Super Vibe drauf und dann geht's los, ne? Ab durch den Schlamm. Dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass, ist nett. Es ist einfach nett. Ne? Passt auf, jetzt sehe ich hier gerade noch, zurück zu den Karten, er spiegelt in den Reiter. Das heißt, nee, Quatsch, er spiegelt nicht in den Reiter. Ich habe die Kartenpositionen falsch gelegt. Aber warum habe ich die falsch gelegt? Wir lassen es mal so. Jetzt habe ich die Karten falsch gelegt, ohne darüber nachzudenken. Also hat sich das Blatt in sich verändert. Er spiegelt in den Reiter, das heißt, er wird aktiv werden und er wird sich langsam in Bewegung setzen, hin zu seiner Liebe, und du liegst nämlich jetzt im Haus des Herzens. Und das ist auch die Antwort, was der Umbruch bringt. Er zieht nach. Ich habe ja eben gesagt, wir legen dann nochmal eine Karte auf den Herrn, der ja am Umbruch liegt, auf das Siegelein. Und jetzt hat sich das Blatt in sich verändert. Versehentlich, vermeintlich zufällig. Die Frage ist, ob Zufälle wirklich existieren. Und er schaut hier direkt auf den Neuanfang drauf jetzt. Und du schaust ins Blatt rein. Und damit verändert sich die ganze Legung. Du schaust direkt auf die Nachricht. Die wird kommen. Die Nachricht wird kommen. Also er wird hier definitiv nachziehen. Das ist ja spannend. Er wird aktiv. Die Sehnsucht treibt ihn zu seiner großen Liebe. Und dadurch, dass er in den Reiter spiegelt, nimmt das Schiffchen hier Fahrt auf. Hier werden die Segel gesetzt. Ist das nicht spannend? Also ich finde es schon ziemlich spannend. Das Herz des Blattes. Das ist die Wahrheit und die Klarheit in den Gefühlen. Der Fuchs liegt in den Sternen. Die Fische liegen im Haus des Bären, und das bezeichnet in doppelter Hinsicht eine Seelenliebe, Seelenpartnerschaft und auch, dass es eine ganz alte Liebe ist. Und hier wird Wahrheit und Klarheit und Bestimmung gefunden und hier werden auch Entscheidungen getroffen. Die Wege liegen im eigenen Haus. Die Energie bewegt sich, bewegen, da ist auch der Weg drin, ne? Und eine Entscheidung wird getroffen und der Bär liegt im Haus der Sonne. Also hier nimmt das Licht mal so richtig Fahrt auf. Das ist das, was ich euch über die Lenny-Karten sagen kann. Das finde ich schon echt sensationell. Das packen wir jetzt auch mal weg. Und wir schauen jetzt noch. Ich hätte jetzt gern noch mal aus dem Viceversa-Tarot, was ja vorne wie hinten ist, hätte ich gerne die Kraft, die die Dame beeinflusst oder die Energie, in der sich die Dame gerade bewegt. Ne? Okay,
Die Dame bewegt sich in der Vier der Münzen. Sie schaut in eine absolute Struktur. Ich zeige euch das mal. Sie schaut in eine absolute Struktur und sie hat der Situation den Rücken gekehrt. Sie trägt aber ein grünes Gewand und sie schaut in eine Ordnung hinein. Wir haben hier oben auch alle Elemente dargestellt. Also ich empfinde hier die Vier der Münzen als sehr vereinend, weil sie die vier Elemente bezeichnen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn die Dame einfach weitergeht und die Kontrolle hat über ihre Situation. Ne? Also sich nicht im Düsterwald verliert und dann einen Kontrollverlust hat, sondern die Situation tatsächlich kontrolliert. Ich hätte aber dennoch gerne eine Klärungskarte auf die Vier der Münzen. Weil eine Karte allein sagt halt auch immer nur so ein bisschen was aus. Ne? Okay. Da haben wir nämlich den Tod, die absolute Transformation und wir haben noch die Neun der Schwerter. Was für mich wirklich zeigt, dass die Dame ablöst. Also wenn wir jetzt hier diese drei Karten so haben, ne, dann ist da auch gerade voll der Prozess im Gange. Mit den Neun der Schwerter ist ja eine große Belastung da und dieser Belastung wird aber hier direkt ins Auge geschaut. Ne, weil vielleicht ist diese Person ja die gleiche wie diese Person. Und hier muss was aufgelöst werden. Und das ist die Energie, die, in der die Dame sich bewegt. Sie stellt sich den Dingen. Sie läuft nicht weg. Also sie ist hier wirklich dabei, sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen, in der sie auch vielleicht jetzt eine lange Zeit verfangen war und krampfhaft festgehalten hat. Ne? Und ja, die sie wirklich massiv belastet hat. Aber es sieht für mich hier so aus, als käme der Tod wirklich als Erlösung, dass die Dame diese Situation hier wirklich verlässt. Und das, sie liegt ja so positiv in den Lennys, dass ich fast sagen würde, das ist so das alte Gesicht der Dame. Da ist sie nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie dort noch steht. Wir drehen das Ganze jetzt einfach mal um. Das sowohl als auch ist vielleicht entscheidend, weil hier ist die Offenbarung, ne? Das ist die Vier der Münzen von vorne. Und auch hier empfinde ich die Person als sehr aufgeräumt, als sehr, sehr aufgeräumt und im Einklang. Und wir haben hier unten Energie, ne? Eine Transformationsenergie. Das ist vielleicht dieses Licht. Das ist die Wiederauferstehung und auch hier schaut sie wieder ins Licht. Also das ist, also kommt bei mir so deutlich rein, dass sich hier die Energie einmal gedreht hat und wendet oder gerade dabei ist. Ne? So, jetzt schauen wir mal, fühl mal, ob das für dich so stimmig ist. Also du dürftest inzwischen entweder auf einem guten Weg sein, besser mit der Situation umzugehen, sich da besser drin bewegen zu können oder du bist auf dem Weg dahin. So, dein Gegenüber, ja? Jupp. In welcher Energie bewegt der sich denn gerade? Okay. Oh, aber hallo, ey. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Kelchritter. Also er ist in der Nacht unterwegs. Er ist auf dem Weg zu einem neuen Morgen. Er stellt sich der Herausforderung. Er hat ja einen Kelch zu reichen. Und mit der Sonne, die auch noch die Sonne in der Nacht ist, ist er wirklich auf dem Weg. Also das ist so wie eine Reise durch die Nacht. Mit dieser Energie stellt er sich auch den Dingen. Ne? Also er ist auf dem Weg zu dem blubbernden Vulkan. Also er stellt sich hier, definitiv. Er ist schon nachts losgeritten, damit er vielleicht am nächsten Tag da ist. Und hier ist die Sonne in der Nacht. Ne? Also ich habe so das Gefühl, das Ganze spielt sich auf einer Nachtebene ab.
Nachts ist man auch unerkannt oder wenn man nachts eine Reise tut, ist die Autobahn frei. Ne? Im Dunkeln kann man sich vielleicht auch besser anschleichen an etwas. Ne? Vielleicht bist du ja der Vulkan. Und wenn man das Ganze jetzt dreht, das machen wir jetzt hier auch, bricht ein neuer Morgen an. Hier ist auf einmal überhaupt kein Vulkan mehr, sondern man sieht hier nur noch das Gegenüber und geht hier in die absolut positive Herausforderung, die man meistern wird mit der Sonne. Also das Feuer ist weg, ne, wie man hier sieht. Es gibt hier nur noch zwei, die halt ganz einfach sich gegenseitig herausfordern. Der Schatten und das Licht. Ne? Und da sagte der Schatten zum Licht, ich mache den ganzen Scheiß für dich, weil ich dich so liebe. Aber versprich du mir auch eins. Vergiss nicht, mich zu erlösen. So. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, ne, das war die Dorfkneipe für heute. Was macht denn eigentlich das Ziggilein? Du bist so süß mit deiner Socke. Du bist doch nicht die Maus, du bist doch die Schnecke. Komm mal her. Was hast du denn da? Nicht die Nacktschnecke. So, guck mal hier. So ist es doch hier, so könnte es was werden. Ja, das Ziggelein. Ja, Freiheit für die Nacktschnecken, würde ich jetzt auch mal sagen, ne? Ich hau mich weg, da muss ich direkt mal ein Foto machen, wie er hier so schön im Kartengedöns sitzt. Ach, ist das süß. Ja, wenn wir nicht mehr zu lachen hätten, oder? Es wäre doch traurig. Also, Schatz, ich hoffe, ich konnte euch hier eine gute Legung abliefern und konnte euch ein Stück des Weges weiter begleiten. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn ihr von unserer Community erzählt, die Videos teilt und. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen und schönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bis dahin, wir sehen uns morgen im Laufe des Tages zu 3 Tage, 3 Nächte. Da gibt es dann die Wochenendenergien und da sind wir ja jetzt schon mal total gespannt, gell? Also ich habe euch lieb, dicken Kuss. Tschüsschen mit Küsschen, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.